Wer steht auf der 1? Wer steht auf der 1? Ja, wir, aber das ist nur eine Momentaufnahme, ist zwar schön und gut, aber das heißt noch gar nichts und wir haben noch sehr viel vor, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019, großer Preis von China. Mit den zweitweichesten Reifen. Und mit rosenen Autos, die schneller geworden sind und eben auch noch viel schnelleren Mercedes. Wenn es stimmt, was das Leistungsdatenblatt so von sich gegeben hat. Schauen wir gleich nochmal nach. Erstmal die Nachrichten. Wieder ein paar Punkte holen in zwei Rennen. Die Entwicklung, ja, Getriebe, Energiespeicher, elektronische Systeme. Die elektrischen Systeme. Die sind jetzt durch. Die Strapazierfähigkeit ist jetzt durch. Kein Regen im Qualifying und auch nicht im Rennen. Ja, Leistungsdatenblatt rosa weg. McLaren kommt dran und allen voran auch noch Mercedes. Dann gibt es ja auch noch Ferrari. Eieiei. Wir gucken ganz kurz ins Detail. Antrieb, noch Platz 1. Aero, noch Platz 8. Na, wobei, schlechter wird es nicht mehr. Und Chassis, noch Platz 1. Teile werden nicht gewechselt, wie auch wir gehen zum ersten freien Training. Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den Grand Prix von China. Los geht's heute mit dem Training. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Die Teile, die Wetter, die Wolkenteile. Sagen erstmal stark bewölkt, aber kein Regen. Und die letzte Viertelstunde sagt das gleiche Bild. Super duper freundlich wird es im Training nicht, aber dafür gibt es ja dann auch noch das Qualifying und das Rennen. Was haben wir denn für Teamziele? Sektor 3 und keine Autoeinstellungen. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren, doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Reifenauswahl. Gelbe Reifen 6,5 Zehntel glatt schneller. Und dann 1,3 Sekunden ist das doof. Naja, müssen wir mit leben. Und wir fahren raus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Na, denn mal los. Aktuelle Teilabnutzung schaue ich jetzt auch zum ersten Mal nach dem Rennen drauf. Ja, haben schon was weg. Mal gucken, ob wir irgendwann mal ein Training... Erstmal Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ob wir irgendwann mal so ein beschissenes Qualifying erleben werden in dieser Saison, dass wir uns neue Teile gönnen können oder sogar müssen, weil halt, ja... Wäre Quatsch, so eine Chance nicht zu nutzen, wenn wir schon so weit hinten aus ins Rennen gehen. Werden wir einfach mal sehen, wenn es soweit ist. Vorher haben wir ein paar Teile. Schauen wir einfach mal. Aber ich behalte wieder zum Beispiel das Rennen in Spa im Auge. Da könnte man neue Teile bestellen, ohne dass es großartig wehtut, wenn man da ziemlich gut überholen kann.
Eine Strecke, die Mittelteil Aero abverlangt. Und hier im letzten Sektor auch ganz besonders Höchstgeschwindigkeit. Ob wir dafür die richtige Mischung finden, mal sehen und mal gucken, was die Konkurrenz so für Reifenkombinationen fährt im Rennen. Können wir wieder weicher fahren als die Konkurrenz? Wäre das gut? Siehe Bahrain-Rennen, das hat uns den Sieg beschert. Und Nico mit seiner dämlichen Strategie keine Punkte. Keiner komplett aus der Box. Schon verfehlt. Und verfehlt. Zu früh gebremst. Verfehlt. Das wird, glaube ich, nichts mit Grün. Zu viel Rot, viel zu viel Rot, schon 4 rote Punkte. Boah, wie blöd die Tore wieder stehen, ey. ...220 Punkte, das ist zu wenig. 3 plus 3 macht 6,1. Das war zu viel Randstellen innen. Glaube ich. 25 Punkte fehlen. Kurve 1, Kurve 2, Kurve 6, Kurve 8. Wieder verfehlt. Zwei Zehntel schneller. Immer noch zwei Zehntel schneller. Zweiter roter Punkt. Könnte noch was werden mit Grün. Dafür muss der Rest jetzt sitzen. Vier Zehntel Vorlauf. Jetzt haben wir 280 Punkte auf dem Konto. Mal 2 km schneller. Jawohl, grüne Tasche jetzt auf Rundenzeit gehen. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Zwei links jetzt eingefahren in die Kurve. Aber immerhin 1,5 Zehntel schneller. Wer vom Gas geht, verliert. Und im Zweifelsfall verliert man halt sein Auto. Zehntel schneller.
34.8. Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest das nochmal versuchen. Jetzt war ich zu weit weg vom Scheitel. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Der Herr Albon ist jetzt auf der 1. Boah, was macht der denn da? Ist der verrückt? Es ging gerade noch gut, weil die Kurve gerade so geöffnet hat. Start des Teamkollege. Oh, der ist schon unterwegs. Er ist auf Rang 2. Vor uns. Die Rundenzeit beträgt 1:34,2. 6 Zehntel vor uns. Jetzt zieht der Hintermann auf einmal wieder mit. Wenn ich jetzt Platz machen würde, würde er vorbeifahren? Ich probiere es gar nicht erst. Update Session. Ups. Also, knapp vor uns Session, Session heißt das eigentlich. Albon und Hülkenberg. Hinter uns sind Ricardo, Vettel und Räikkönen. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 34,2. 1:34,8. Ich muss mal kurz gucken, was hatten wir denn in der letzten Saison? China 1:33,8 mit gelben, nicht mit weißen gefahren. Da war es wohl zu nass. Bin ich mit den Inters gefahren. 33,8 mit gelben, die Bestzeit. 33,8. Eine Sekunde dahinter. Aktuell mit den weißen. Ach, halt, Hülkenberg hat ja schon eine Zeit. Das habe ich schon meine Aufzeichnung zurückgelegt. Der hat ja schon eine Zeit, dieser Verrückte. Zweier. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Fertig. Also zu schlagen gilt es vielleicht jetzt schon eine 1:33,8. Fertig, Jeff. Fertig. Oh, da hängt eine deutsche Fahne direkt gegen... über unsere Garage. Der Lukas ist mit auch weißen Reifen aktuell hinter uns. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Ja, bei der Chassisabteilung gab es eine Reglementänderung. Und da gibt es ja auch diese, ich sag mal, Unterabteilung. Das ist Unterabteilung, diese Sparte Reifenabnutzung. Und wir haben uns überhaupt nicht beim Chassis verschlechtert. Wer weiß, wie das die Konkurrenz gemacht hat. Insbesondere bei der Reifenabnutzung. Gut, das Gewicht spielt ja auch eine Rolle. Je schwerer der Wagen ist, desto mehr müssen die Reifen in den Kurven zum Beispiel aushalten. Aber der Nico müsste doch mit uns mitziehen können, aber dass der Teamkollege gerne mal andere Strategien fährt als wir, das ist nicht neu. Das ist schon lange so, nicht nur in dieser Saison. Auch in anderen und auch in Jahren davor bei anderen Spielen. Wir können dann nur selbst schauen, dass wir das Beste aus unseren Möglichkeiten rausholen.
mal schnell fahren, Reifenliebhaben. Los geht's. Zurück links. Spät reingebremst. Keine gute Linie. Da muss ich noch etwas dran feilen. Zeit in Mist. Kostet Schwung. ...336,5... unser bisheriger Bestwert. Nicht geschlagen. Die 33,8 schlagen auf jeden Fall. Um 13. Okay, das war wirklich gute Arbeit. Gar nicht auf die Reifen, den Reifenzustand oben auf der Leiste geguckt. Bin einfach gefahren. Und auf die Zielzeit habe ich auch nicht geschaut. Ich bin einfach nur meinen Stiefel gefahren, so gut es ging. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Dann ist ja einfach das Ergebnis repräsentativ für das Rennen. Aber wichtiger ist da einfach die Rennstrategie als Trainingsprogramm. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. So, die Linie für diese Rechtskurve war schon mal besser. Jetzt bin ich jetzt wieder innen. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 8. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 34,2. Geblieben. Status Konkurrent auf der 1. Kimi ist Spitzenreiter. Kimi. Platz 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,32,5. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 33,5. Alles bereit? Dann sind wir es auch, wenn alles bereit ist. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Regnet's am wirklich? Schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Da war gerade was auf der Linse. Auf der linken Seite. Wetterbericht. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Kein Regen.
Chef versucht uns zu beeinflussen. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Fahr rein zu mir. Stroll liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,6. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 33,2. Schnellste Runde insgesamt? Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,32,1. Die hat mittlerweile Leclerc. Mit den gelben, nicht mit den roten wie Kimi. Na gut, Benzin sparen. Da kommt wer raus, aber hinter uns. Sogar mal kurz besser als die eigene Bestzeit. Zweit innen. 14. Rückstand auf die Zielzeit. Kaum Sprit gespart. Super. Leicht Sprit gespart, aber 5,5 Rückstand. So, 5, 16 Rückstand. Gucken wir, wie das jetzt auf der Geraden wird. Wie viel wir gewinnen. Jetzt nur noch 15 Rückstand. 4, 3, 2, 1. Ich sehe zu, dass ich hier noch grün hinbekomme, deswegen klopfe ich jetzt nicht. Gut, so wird's nichts. Nichts mehr zeitlich. Ne, fährt eine Zehntel. Okay, Sprit war grün. In dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Nee, ist zu weit außen. Hinter uns ist der Teamkollege. Ich sehe mal zu, dass ich hier grün bekomme. Lila wird's wohl nicht. Ja, gewissermaßen Sprit sparen, aber in erster Linie auf die Rundenzeit schauen. Das ist das Ziel für die nächste Runde. Oh, Schild nicht verschont. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Was ist da gerade los mit dem Lenkrad und mit dem Motor? Bewege mich noch von der Ideallinie weg. Wäre das für die KI besser gewesen, wenn ich da stehen geblieben wäre, aber dann hätte ich mehr Strecke blockiert. Der Teamkollege hat uns begrüßt. Ich meine hier, ich hätte auch so stehen bleiben können. Hat er Schaden bekommen? Upsa. Falsch. Schalten. Ja, ich glaube, er hat Schaden bekommen. Komisch, der Nico. Ich würde da so oder so einfach versuchen, links vorbeizufahren, dass der da steht, dann rückwärts fährt, um sich von der Strecke wegzubewegen. Das kann man eigentlich ausschließen. Das Rad rumbaumelt. So, wo sind wir denn?
wenn das im Rennen passiert. Oh. Das ist aber auch komisch. Gut, es hat auch schon Grand Prix 4 gemacht. Wenn man da im 90-Grad-Winkel auf eine Leitplanke gefahren ist und nur der Frontflügel abgesprungen ist, dann hat es den Motor auch abgewürgt. Aber sowas jetzt, es wirkt halt komisch, wenn alle Räder noch dran sind. Wenn dann wenigstens die Erklärung wäre, Motor abgewürgt oder Motor verloren, na gut dann. Wobei mittlerweile kann man die auch selbst wieder starten. Da gibt es genügend Strom, der dafür ausreicht, aber naja. Aber muss man nicht weiter vertiefen. Dennoch dieses bloß Frontflügel ab, Auto kaputt, wirkt komisch. Ich habe jetzt eine Mission. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. Na sowas. Eigene Bestzeit schon mal verbessern ist schon mal gut. Eine Zehntel Vorsprung auf die Zielzeit. Oh, jetzt kommen wir sogar an Lina ran. Zwei Zehntel auf die eigene Bestzeit Vorsprung, Sprit gerade lila. Sogar extra im dritten Gang durchgezogen, ob dafür jetzt auch zweit rausgekommen ist. Scheiße, wir brauchen noch Zeit. Okay, lupfen jetzt hinten bei der Hanna, das ist auf jeden Fall verboten. Na, wird doch was. 2 Zehntel Vorsprung sehe ich gerade. Okay, du bist in den Top 10. War die Anforderung für die Rundenzeit jetzt so gering? Wir haben Lila, ich will mich nicht beschweren. Hm. Hat wie was mit der Aktion Verstappen im letzten Rennen. Auf einmal hatten wir DRS, weil er halt am Messpunkt wohl mal ganz kurz leicht vorne war. Für die zweite DRS-Zone nach der ersten Kurvensektion. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, die roten Reifen geben schon mal was her, keine Frage, aber wir müssten halt lange halten. Gerne so lange wie in Brasilien. Na, war eigentlich schon fast gefangen, aber das Schild, das überlebt. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. So ein Neben als Styroporschild an der Rennstrecke ist aber auch hart, oder? Ich meine, an dir flitzen die Autos teilweise mit 300 Sachen vorbei. Hier zum Beispiel so knapp bei dieser Anbremsphase. Oder in Kurven. Oder wenn halt ein Auto mal etwas die Kontrolle verliert und du siehst, wie es auf dich zukommt, dieses Auto. Du kannst nicht weg. Update-Session. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Leclerc und Räikkönen. Und wir sind vor Verstappen, Hamilton und Magnussen. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 32,1. Letzte Saison hatten wir eine... China, da. 31,4. Noch 1,2 Sekunden dahinter mit den roten Häufen. Wir sind jetzt erstmal durch. Mal gucken, ob der Teamkollege noch eine Verbesserung hingelegt hat. 34,2. Bisher seine Zeit auf den Weißen. Das wird einfach nicht mehr vorne. Liegt unsere beste Runde bei 1,32,6. Ist notiert.
Achso, 336, 337, 341, 340. Bums in der Kurve braucht man aber auch. Und wir haben die Modi noch gar nicht aufgedreht. Na, überhaupt noch gar nicht. Stimmt. Entschuldigung, Jeff. Noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Magnus, Leclerc und Kimi Räikkönen. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Lukas noch auf der 13, der Butler auf der 11, aber wer weiß, wo die dann wirklich landen. Höchstgeschwindigkeit braucht man hier immer noch. Auf einer Geraden. Bahrain war auch für Höchstgeschwindigkeit vonnöten. Mehr als in Australien. In Australien lief es ziemlich gut für McLaren. Und dafür eben im letzten Rennen nicht so. Gucken, wie es heute sein wird. Je weniger Motorleistung man zwingend braucht, umso besser für die. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Schon 56% Strom. Von 50 6% mehr. Wetterbericht. Trockenreifen passen gerade am besten. Wetterbericht. Abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Halt bloß die Reifen aufwärmen. So schnell rein. Das hier wird dem McLaren überhaupt nicht schmecken. Keiner kommt aus der Box. Zeit in. Jetzt weit außen jetzt. Zielzeit zu rot. Sonne kommt raus. Er kommt rum. Weißer Balken bewegt sich jetzt, im Auge behalten, das Ding. Wie er wandert. Sechs Zehntel auf die Zielzeit Vorsprung. Und lila. Gut gemacht, Platz 1. Du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Wiese. Verwarnung ist ein Witz, oder? Ich
bin 1,5 Sekunden langsamer mit dieser Runde. Wegen meines Ausritts. Dann sehen wir jetzt mal zu, auf die Radarfalle zu achten. Da wird einiges gehen. 3,36, ich schätze mal mindestens 3,42. Knack, knack, knack und Ratz. Der Wagen ist noch gar nicht gerade, schon ist man im achten Gang. Ja, locker 3,42. 3,43. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Sonne kommt gut raus. Update-Session. Keiner draußen. Du führst das Feld an. P1. Hinter uns sind Ricardo, Vettel und Räikkönen. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 32,5. Jetzt schon eine Zehntel schneller als mit den roten Reifen in der aktuellen Saison. Jetzt bei 1,32,5. Los! Die werden wir jetzt hoffentlich noch verbessern. Klar, der Modi-Einsatz wird ein ganz anderer sein. Etwas Fett, ansonsten nur mittlerer Strom. Aber ich werde halt hoffentlich einfach die Kurven viel besser hinbekommen. Keine blauen Lämpchen, das heißt nichts, Strecke frei. Fahrer hinter mir. Giovinazzi hinter dir. Ihre Punkte beste Fahrerausbereich. Zeit beträgt 1 Minute 33,9. Mit auch gelben Reifen. Statt das Tim Kollege. Er ist auf Rang 12. Okay, okay. Keiner um uns herum unterwegs. Ricardo jetzt auf der 3. Oh, das war jetzt aber kein so übles Geräusch. Da habe ich mit was anderem gerechnet. Nicht extra Sprit gespart. Und gleich geht's in die erste von dann 5 Runden. Na dann mal los, ein McLaren kommt raus, aber der kommt hinter uns raus. Hm. 13 langsamer ist die eigene Bestzeit. 3,5 gleich 4. Zielzeit wird wohl kein Problem, aber Bestzeit ist das noch lange nicht. Oh, jetzt aber fast Bestzeit.
der Geraden wird uns aber Strom fehlen. Sowas von. Noch Zeitvorlauf auf der eigenen Bestzeit? Gleich nicht mehr. Hätte aber länger als gedacht mit dem Vorlauf. Jetzt sieht er ganz schön aus. Ja, nichts mehr Bestzeit, 3,5 Zehntel Rückstand. Neun Zehntel auf die Zielzeit, das wird kein Problem. Der Mercedes kommt scheiße raus. Mann, was macht der denn? Im Training, Trottelkopf. Jetzt fährt er uns nochmal. Ey. Das Ding hat rechts eine leichte Verschwerbung, oder? Scheiße. Wir fahren noch auf Fett. Zielzeit kann noch was werden. Nervt der Mercedes schon wieder. Ist doch gerade mal seine Auslaufrunde aus der Box. Ist der doof, ey. Soll uns davonbleiben mit seinen roten Reifen? Ich darf nicht zu früh in den zweiten schalten, ansonsten komme ich noch eher auf den Rand stehen links. Zielzeit passt, 7 Zehntel drunter. War jetzt den Rückstand auf die eigene Bestzeit. Bleib gefälligst hinter uns und berühr uns nicht, ja. Der soll mit seinem Rasenmäher anderen auf den Geist gehen. Nein. Boah, sehr spät gebremst. Für den Ausgang vom Guten jetzt zu spät. Wobei, bester Kurs. Bestzeit. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Na, ah, zwei innen. Aber mit der Durchfahrt mit dem Ausgang dann doch noch eine Zehntel vorne dran. Die vierte Runde gefällt mir bisher.
zu spät rein. Das so. Scheiße Wiese. Das Bild ist, der wird jetzt halt nicht wegfahren. Im Gegenteil. Er wird nerven. Ich lasse mal etwas Abstand, hoffe, es hilft genug. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Schade, etwas zu viel Gas gegeben. Ah, die Wiese am Ende war zu viel Mist schon kaputt. Ach, Rückblende geht noch. Oh, ich fahre noch fett. Ups. Ach, hey. Naja, jetzt habe ich wenigstens Abstand. Sechzehn Lauf zur Zeit Rückstand. Aber die Runde bringt's nichts, das bringt's nicht, weil wir auch Reifen verschlissen haben. Insofern kommen wir jetzt rein. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Update Session. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Sainz und Vettel. Und wir sind vor Verstappen, Butler und Giovinazzi. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:31,4. Also die letzte Gelbreifenzeit 32,5 und eben in der letzten Saison war es eine 1:33,8. Rotreifenzeit nochmal 1:31,4. Die müssen wir jetzt schlagen. Noch 1,2 Sekunden dahinter. Reifenabnutzungsfaktor 0,74. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1:32,5. 3,43 km/h, 2 km/h schneller als der Red Bull. Wow, der Windschatten, der Sepp. Ist das der, der uns genervt hat? Das werden wir sehen, wenn Stroll jetzt nicht auf der Strecke ist. Okay. Wo ist der? Passt das noch? Rote Reifen, welche Reifen hat der Sepp? Auch rote. Welche Streckenposition passt jetzt eher zu ihm? Wir sind reingefahren, das kostet Zeit. Er oder Sepp? Na egal. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Sainz Junior, Weber und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Auf Platz 9 sind wir, der schlechteste Deutsche von 4. Jetzt haben wir das Renngetriebe wieder drin.
Sektor 3 mussten wir machen, ne? Für das Teamziel. Ja. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Keine blauen Lämpchen oder sowas. Und hier ist Sonne. Zumindest etwas. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Rote Reifen, die 1,3 Sekunden schneller sind als die gelben. Damit ist klar, dass wir nicht auf den gelben starten. Am Ende fliegen wir noch ein Q2 raus. Das Ziel muss wieder Q3 sein. Mal gucken, wie lange noch, wie lange wir das sagen können. Weil irgendwann wird die Konkurrenz zu stark sein. Zusammen mit dem Script. Aber auf die Rennstrecke gucke ich dann, bevor wir rausfahren, in Q2, wenn wir es dahin schaffen. Was wir natürlich sollten. Es dahin schaffen. Los geht's. Keiner kommt aus der Box. Schlecht, Mann. Gleich 15 Rückstand auf die Zielzeit. Veranständigungs. Das wird nichts mehr. Wie viele Weißbalken haben wir jetzt noch über? Mal gucken. Noch mehr ist genug, aber viel mehr kann ich gar nicht ausgeben. Zweite Außenbahn gefahren. Zwei Zehntel langsamer ist die eigene Bestzeit. Aber geht noch mehr zu finden. Auch jetzt weiter aus nicht gut. Hier wieder zu weit außen. 10 Rückstand. Noch zu weit reingefahren. Oh Mann. Ziel ist die 3. Wir sind auf der 20.
Hier geht aber noch mehr. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Jetzt kann ich wieder sehr früh aufs Gas steigen, schön. Aber etwas kam das Heck rum. Zeit innen. Echter Vorsprung, eine Zehntel. Aber noch 7,5 Zehntel Rückstand auf die Zielzeit. Das wird so nix. Zehntel Rückstand. Platz 20 damit. Wir müssen nochmal beginnen. Nö. Verstappen sogar vor uns. Fahrer vor mir. Verstappen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt. War da gerade ein Ferrari einfach Schneckenkurve? Das sah. Oh, 17 vor uns. Sah so aus. Ja, Streckenkarte, roter Punkt. Den hat man da langflitzen sehen. Naja, so platzierungstechnisch kann ich mich ja mit dem Qualifying-Tempo jetzt hier ja noch verbessern im Vergleich zum dann hoffentlich erfahrenen Startplatz. Insofern sehe ich es positiv. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. ...344 Sachen bekommen wir nicht hin, aber ich probiere es mal. Ne. Update-Session. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Verstappen, hinter uns sind Bottas, Magnussen und Kubica. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 31,0. ...31,7 und letzte Saison 31,4. 13 langsamer. Nicht gut. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,31,7. Ich schätze doch die 19, da stand auch oben noch am Ende die 20, oder? 23,8, 24,0, 24,0, 28,0, 27,9, 27,9, 39,9, 39,6, 39,8. Hm. 315 von 325 Ressourcenpunkten. Das Qualifying-Tempo fehlt. Wir sind Vierter. Sektor 3 haben wir. 343,3 Kilometer pro Stunde. Schon gar nicht so schlecht. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Der Teamkollege hat nichts, ne? Nee, hat er nicht. Na gut, dann halt. Nicht. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, der Eismann und Kimi Räikkönen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Bester Deutscher, und zwar mit Abstand. Aber da wurden auch keine roten Reifen bei den anderen Deutschen gefahren.
Also Qualifying-Tempo Platz 19. Ich hoffe, dahingehend werden wir uns noch steigern für das dann wirkliche Qualifying. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.